17:49, 45 Sekunden. Also wir fangen mal einfach hier so ganz gemütlich an. Ich hoffe soweit, dass der Ton bestens ist. Kurzes Feedback habe ich noch nicht gesehen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Die Übertragung mit der Vollbildschirmpräsentation machen wir dann auch schon jetzt gleich an. Und damit du auch weißt, an welchem Tag wir uns hier gerade befinden. 30. September via Self-Invest Webinar und das heutige Thema der Forex-Handel, sprich der Devisenmarkt. Es handelt sich hier um einen sogenannten Crash-Kurs und es geht hauptsächlich darum, dass man hier wirklich die Einzelheiten, die Kleinigkeiten des Forex-Handels, des Devisenmarktes einmal kennenlernt. Das ist also quasi als eine Einführungsveranstaltung zu verstehen. Wir werden nicht in tausendprozentige Details gehen, die hochkompliziert sind, sondern man soll es echt mal verstehen, was überhaupt der Devisenmarkt als solcher ist und wie man da sich Stück für Stück rantastet. So wie auch hier schon die Startfolie es sagt, es soll eben das Einmaleins sein und vor allen Dingen, welche Währungspaare man möglicherweise am besten nutzen kann, welche sich dafür eignen und vor allen Dingen auch, welche möglichen Fallstricke man vielleicht auch vermeiden kann, wenn man das hier vielleicht dann gehört hat. Und was natürlich auch am Devisenmarkt wichtig ist, wie sind denn da überhaupt die Positionsgrößen, wie kann man die eventuell auch bestimmen und welche Möglichkeiten gibt es eventuell beim Positionsmanagement. Wir tasten uns da also quasi Schritt für Schritt rein. Der Herr, der zu Ihnen spricht, ist der hier, nur damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und falls Sie Informationen noch über meine Person suchen, finden Sie die entweder auch beispielsweise bei Twitter, wo ich seit vielen Jahren auch unterwegs bin, hier rund 32.000 Follower und beispielsweise vielleicht der ein oder andere mich schon, wie wir noch Präsenzveranstaltungen hatten, auf den ein oder anderen Messen vielleicht mit Vorträgen gesehen. Informationen finden Sie auf der hier eingeblendeten Website. Ja, das, was immer wichtig ist, gehört auch hier wieder dazu. Wie bei jeder Präsentation sollte man eine Risikowarnung nochmal vorweg schieben. Es geht hier hauptsächlich darum, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Handel, Spekulation, ob mit jetzt Aktien, ob mit Devisen, ob CFDs, Futures, jedwede Konstrukte, also Instrumente derivativer Natur. Also quasi Anlagevehikel auf Margin und so weiter. Die sind natürlich mit einem beträchtlichen Verlustrisiko verbunden. Ich beschreibe das immer wieder mit dieser sogenannten Saluntür. Diese schwingt nach beiden Seiten. Das heißt also, wo beträchtliche Verlustrisiken sind, sind auf der anderen Seite erfreulicherweise auch hervorragende Gewinnchancen. Das sollte man jedenfalls wissen. Wichtig obendrein ist auch immer wieder, sage ich auch immer mit drei Ausrufezeichen, bitte nicht auf Kredit handeln. Mit auf Kredit handeln meine ich nicht Fremdkapital im Rahmen eines gehebelten Papiers, sondern mit quasi mit Kapital, was man sich irgendwo leiht oder möglicherweise Muttis Haus beleiht und am Ende ist die ganze Kohle weg. Das darf um Gottes Willen nicht passieren. Also man soll nur mit dem Kapital spekulieren, dessen Verlust man sich leisten kann. Obendrein schadet es auch nicht, einen unabhängigen Bankberater zu konsultieren und eventuell auch einen Steuerberater. Ich sage das deshalb auch nochmal ganz explizit gerade zu dem Kapitel Forex-Handel heute hier. Es handelt sich dabei um eine ja nicht gerade, ja, sagen wir mal, Festgeldanlage, sondern eben hochkomplexe Markt. Der Forex-Handel, der Devisenhandel als solcher wird immer als Königsdisziplin im Handel, im Trading bezeichnet. Und man sollte auf jeden Fall vor diesem Markt einen doch recht gehörigen Respekt haben. Wichtig, Sie haben hier jetzt beispielsweise mit VR Self Invest auch einen Partner, der nicht gestern erst die Tore geöffnet hat, sondern schon lange am Markt tätig ist. Um genau zu sein, wie Sie hier fett unterlegt sehen, hier seit 1998, also 98 gegründet und in dem Fall die Börsenmaklerlizenz und die Vermögensverwalterlizenz über Luxemburg, in diesem Fall jetzt dann über die Aufsicht reguliert, Kommission de Surveillance du Secteur Financier, also die CSSF in Luxemburg und wenn man hier unten drunter noch schaut, im schwarz unterlegten, beispielsweise auch beaufsichtigt durch die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese Folie ist wichtig, dass man das kapiert. Hier geht es hauptsächlich darum,
dass man hier weiß, dass die ESMA einem verpflichtet, sowas aufzulegen. So, dann schauen wir in die Thematik rein. Ich möchte Sie darum bitten, wenn Sie Fragen beispielsweise haben, die dann gerne natürlich zu stellen. Ich sammle die und werde die am Ende dann auch beantworten. Es geht einfach nur darum, dass wir diesen Durchfluss, diesen Fluss hier in der Präsentation auch haben und das Schritt für Schritt dann eigentlich auch abhandeln. Und am Ende würde ich dann die einzelnen Fragen aufgreifen und sie natürlich auch beantworten. Warum sehen wir immer wieder in den Nachrichten und auch überhaupt in allen möglichen Finanzmedien immer wieder die Konzentration auf die Federal Reserve, auf die US-Notenbank? Nun, das ist ganz einfach erklärt mit diesem einzelnen Bild hier, weil man sieht, dass der US-Dollar nun mal weiterhin die Reservewährung der Welt ist. Es hat sich in den vielen Jahren natürlich schon immer wieder mal was getan, vor allen Dingen seit der Euro das Parkett betreten hat. Aber im Großen und Ganzen ist der US-Dollar nach wie vor noch die wichtigste Währung der Welt. Und wenn es in den USA beispielsweise irgendwo schief läuft, irgendwas aus den Fugen gerät, dann gibt es so eine typische Reaktion, wie wir sie vom Handel ja eigentlich kennen. Wenn die Wall Street niest, bekommt Europa Schnupfen. Wenn der Dow Jones quasi einen Schluck auf hat, fällt auch der DAX in diesem gleichen Takt mit. Und so weiter und so fort. Und das gilt auch beim Devisenmarkt. Wenn der Dollar und beispielsweise die US-Finanzsituation irgendwelche Problematiken hat, dann wird sich das in irgendeiner Form auch auf andere Währungsräume auswirken. Und mittlerweile ist ja sowieso alles sowas von verzahnt, dass es natürlich alles Wechselwirkungen hat mit anderen Währungsräumen und mit anderen Wirtschaften, Volkswirtschaften. Wir sehen hier eine Statistik des Internationalen Währungsfonds. Wir sehen die jeweiligen Reservewährungsanteile, hauptsächlich natürlich den Großanteil des US-Dollars, an zweiter Stelle den Euro und an dritter Stelle den japanischen Yen. Dann kommen wir schon auf vierten und so weiter Plätze mit Pfund und so weiter. Das wird ein Stück weit klarer, wenn wir hier auf eine Tabelle schauen vom Juli 2021. Auch die findet man auf den Seiten des Internationalen Währungsfonds, also International Monetary Fund, wie es hier unten auch rechts steht. Wir finden sogenannte allokierte, also allocated reserves. Und ich schalte jetzt einfach mal an der Stelle hier diesen Laserpointer ein, damit man vielleicht ein bisschen sieht, wo ich hier gerade bin. Wir sind hier in diesem Bereich Claims in US Dollars, wo man mal sieht, wie hoch der Anteil an der ganzen gesamten weltweiten Foreign Exchanges Reserves ist. Wenn wir hier von 12,570 Billionen, also es sind ja hier Billions, also sprich 12.570 Billions, sprich also 12,570 Billionen in Deutsch betrachtet, also Trillions in USA, haben wir hier eine gewaltige Summe schon allein im US-Dollar vorgehalten, 11,742 Billionen US-Dollar. Wir sehen dann den Euro mit 2,415 Billionen. Wenn wir diese ganzen jeweiligen tabellarischen Dinge hier durchgehen, werden wir sehen, dass in den letzten Quartalen seit Q1 2020 bis Q1 2021 hier beispielsweise die Summen fast überall gestiegen sind. Warum wohl? Nun ja, man kann sich das recht schnell vorstellen, dass in diesem Bereich Q1 bis Q2 2020 durch die Corona-Geschichte da weltweit so viel Geld in die jeweiligen Systeme gepumpt wurde, dass auch das hier sich natürlich darlegen lässt und sich niederschlägt. Und das ist natürlich schon in Klammern pervers, es ist natürlich schon wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass gerade im Bereich des US-Dollar-Raums in den letzten 12 Monaten so viel Geld, 40% des gesamten Geldes ja quasi gedruckt wurde, quasi in die Systeme gestellt wurde, wie jemals vom US-Dollar-Raum gedruckt wurde, beziehungsweise ins System gestellt wurde. Das erklärt die absolut wahnsinnige Liquiditätswelle, die diese Corona-Krise uns gebracht hat. Also es ist purer Wahnsinn und es bleibt zu hoffen, dass das gut ausgeht. Bildlich sieht das hier dementsprechend so aus und aus diesen Gründen, wie ich sie eben auch schon dargestellt habe mit der US-Dollar-Geschichte, ist es so wichtig, auf diesen US-Dollar-Raum zu gucken und eben darauf zu achten, was macht die Federal Reserve, also die US-Notenbank, wie entscheidet die sich, wie geht die mit dem Finanzmarkt um? Teilweise schon ganz psychologisch, Finanzmarktpsychologie haben die jeweiligen Fed-Vorsitzenden immer schon betrieben. Ob sie nun Greenspan, Bernanke, Yellen oder wie auch immer jetzt Powell heißen. Sie versuchen natürlich den Markt auch ein bisschen zu steuern.
Das heißt, ein bisschen sie steuern ihn. Wir sehen also die wichtigsten Währungen auf einen Schlag und allein aufgrund dieser Torte sieht man ja eigentlich schon, mit welchen Währungen man auch am Devisenmarkt besser eigentlich handeln könnte, mit welchen Paaren fast schon. Man sieht nämlich allein schon die zwei wichtigsten Blöcke, den US-Dollar und den Euro. Und da können Sie sich sicher vorstellen, Euro-US-Dollar ist das wichtigste Währungspaar. Und man sieht auch anhand der restlichen Tortenstücke, mit welchen anderen Währungsräumen dann der US-Dollar auch die liquidesten Paare bildet, nämlich mit diesen, die hier auch gelistet sind. Was bedeutet Forex? Forex ist also quasi so ein Kunstwort, eine Zusammensetzung aus dem Begriff Foreign Exchange, also sprich eigentlich, wenn man so will, eine Auslandsbörse. Das ist ein bisschen irreführend, Exchange-Fragezeichen deshalb. Weil wo ist denn diese Exchange? Wer ist denn da federführend mit dieser Exchange? Wie kann man sich das vorstellen? Und weshalb funktioniert das dann? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine Exchange, keine einzelne Exchange. Es ist nicht so, dass es irgendwo eine Wall Street des Devisenmarktes gibt oder irgendwie eine Frankfurter Wertpapierbörse mit einem IHK-Gebäude in Frankfurt, die dafür zuständig wäre. Es ist wie ein gigantisches Netz aus Millionen von Rechnern, also wie ein gigantisches neuronales Netz. Und man kann sich das halt bildlich auch vorstellen wie ein wahnsinnig großes Spinnennetz, was über die ganze Welt gestülpt ist und alle Rechner und alle möglichen Banken, Zentralbanken und andere Marktteilnehmer sind miteinander in diesem Netz verbunden. Und das alles gesamt in der Gesamtheit ist der quasi internationale Devisenmarkt. Man hat also an diesem internationalen Devisenmarkt hat man die jeweiligen ISO-Codes eingeführt. Das wurde von 1973 an genutzt. Und diese ISO-Codes haben dreistellige Lettern. Und die wichtigsten, was heißt also ein paar bekannte, habe ich jetzt einfach mal unten drunter gelistet und ich gehe mit dem roten Laserpointer hier auch nochmal explizit drauf, was man überhaupt vielleicht auch kennt, was man vielleicht auch aus Europasicht vielleicht ein bisschen auch immer wieder mal anschauen kann. Die norwegische Krone ist nicht ganz uninteressant. Klar, im asiatischen Bereich der chinesische Yuan, der polnische Zloty hier aus Osteuropa, unser Nachbar immerhin. Die tschechische Krone, gerade jetzt interessant, wurde durch eine überraschende Zinserhöhung, stärkere Zinserhöhung jetzt hier heute in den Vordergrund gerückt. Man sieht hier unsere Nachbarn auch nochmal die dänische Krone hier, Dänemark, russischer Rubel, Hongkong-Dollar. Wichtig auch zu sagen, immer wieder ein großes Fragezeichen, wie das in den nächsten Jahren vielleicht ablaufen wird. Auch am Devisenmarkt ist es letzten Endes immer noch ein Land, zwei Systeme. Und der chinesische Yuan, also Renminbi, und der Hongkong-Dollar sind letzten Endes ja zwei Währungen für Festlandchina und Hongkong. Irgendwann, so kann man zumindest befürchten, wird das irgendwie anders gelöst werden. Wahrscheinlich verschwindet Hongkong doch irgendwann noch mal von der Karte. Mal schauen, wie die Chinesen das machen. Ja, dann sehen wir noch den Singapur-Dollar, also quasi die Schweiz Asiens in diesem Fall als stabile Währung und noch ein paar andere, die auch in der letzten Zeit immer wieder medial unterwegs waren, zum Beispiel die türkische Lira. Die wichtigsten, auch hier nochmal die ISO-Codes, die wichtigsten Währungen, mit denen wir es eigentlich tagtäglich als Forex-Händler auch zu tun haben, sind diese hier. Und man bezeichnet sie größtenteils eben auch als die sogenannten Majors, also die wichtigsten Währungen, Währungsräume, runtergesehen in Australian Dollar, New Zealand Dollar, Japanese Yen, Euro, Swiss Franc, Great Britain Pound, US Dollar und Canadian Dollar. Und man sieht auch anhand dieser jeweiligen Bereiche, diese Währungspaare haben auch teilweise Spitznamen. Beim Euro, US Dollar sagt man einfach nur Euro in dem Fall. GBP USD ist Cable, hat den Grund, dass es damals das erste Transatlantikkabel war. Und hier geht es hauptsächlich darum, dass man weiß, hier handelt es sich um das wichtigste Währungspaar nach dem Euro-US-Dollar und nach dem US-Dollar-japanischen Yen ist das Nummer 3. Also das sind die 1, 2 und 3 quasi die wichtigsten Währungspaare. US-Dollar gegen den Schweizer Franken ist Swissy genannt, US-Dollar gegen den Canadian Looney, Australien gegen den US-Dollar der Aussie und der Neuseeland-Dollar gegen den US-Dollar als Kiwi. Das sind also diese bekannten Währungspaare und das sind eigentlich auch die wichtigsten Währungspaare, wo es sich lohnt, auch aufgrund der Liquidität und der nicht zu hohen Spreads, dort auch die für den täglichen Handel zu wählen. Die Umsätze,
Die Umsätze am Devisenmarkt sind gigantisch. Sie sind im Vergleich zu dem deutschen DAX, der täglich da im Rahmen zwischen 3,2 und 4 Milliarden Euro auf tägliches Handelsvolumen kommt, sind die dagegen enorm wahnsinnig. Ein Tagesumsatz am Devisenmarkt zum Beispiel, der Stichtag im April genommen, war 6,590 Billionen US-Dollar. Das ist kein Schreibfehler. Das ist die Trillions in US-Dollar, also in US-Sprech. Und in dem Fall also 6,59 Billionen US-Dollar Tagesumsatz, der quasi um die ganze Welt gejagt wird. Dieser Tagesumsatz lässt sich dann aufschlüsseln in die wichtigsten Instrumente, Handelsinstrumente, die es am Devisenmarkt gibt. Das einmal sogenannte Devisenswaps mit einem Handelsvolumen von 3,2 Billionen Dollar. Die sind also der größte Anteil dieses Tortendiagramms, wenn man sich das als eine Torte vorstellt. Und danach kommen dann direkt schon die Kassageschäfte, also der Kassahandel Spot mit fast 2 Billionen US-Dollar täglich. Das sind also quasi die drei größten Umsatzblöcke, also die 49% mit den Devisenswaps und 30% mit dem Kassahandel entstehen und dann die weiteren 15% sind dann noch weitere Devisentermingeschäfte, Outright Forwards zum Beispiel. Es ist wichtig, dass man also, wenn man jetzt zum Beispiel über die Plattformen hier, sei es jetzt NanoTrader, MetaTrader, von mir aus auch die TWS oder auch eine webbasierte Lösung. Egal, wo man es handelt, ist es meistens der Kassahandel, der Spothandel, wo wir als private Händler hier teilnehmen. Wir haben natürlich aber auch noch die Möglichkeit, am Devisenmarkt, am FX-Handel teilzunehmen, indem wir über Futures handeln. Also das gibt es natürlich auch. Sie finden alle möglichen Angaben darüber natürlich auch nochmal auf den Seiten von WH Self Invest. Es gibt dieses klassische Lied, also I need the dollar, the dollar, the dollar is all I need. Und das versteht man dann auch, wenn man die jeweiligen Anteile sieht. Ich habe es ja vorhin schon ansatzweise gezeigt mit diesen IWF-Statistiken. Hier sieht man vielleicht nochmal aufgrund dieser Quelle, die ich hier nutze. Das ist das Triennial Bank Survey der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in Basel. Und da sieht man beispielsweise, die letzte Umfrage war 2019, die findet alle 3 Jahre statt. Sprich also, die nächste erwartet uns nächstes Jahr mit Stand April. Deswegen ist das noch momentan immer noch die aktuelle, die man nutzen kann. Der US-Dollar hat einen Anteil von 88%, also 88,3%, um genau zu sein, wie wir es hier sehen, des täglichen Handelsvolumens an den globalen Devisenmärkten. Also wenn wir uns dann vorstellen, von diesen 6,5 Billionen hat der US-Dollar einen Anteil bereits von 88,3 und der Euro schafft es auf 32,3. Ja, dann sieht man, was für eine gigantische Summe da allein in US-Dollar um die Welt gejagt wird. Und da sieht man halt dementsprechend auch nochmals, wie wichtig eben dann auch die ganzen News rund um den US-Dollar seitens Zentralbankpolitik und so weiter sind. Jetzt mögen Sie vielleicht denken, der kann nicht rechnen. 88 und 88,3 plus 32,3, das ist doch schon längst über 100. Was ist denn mit dem los? Nun, das müssen Sie sich so vorstellen. Sie haben hier ein Tortendiagramm, was als 200% zu werten ist. Weil Währungspaare bestehen nun mal aus zwei Einzelbestandteilen. In dem Fall, wenn Sie sagen Euro, US-Dollar, haben Sie vorne Euro und haben dann auf der anderen Seite natürlich auch nochmal den US-Dollar. Also es ist so genannt, dass man auf eine Basis eben setzt und auch noch die jeweilige Zählwährung. Also sprich beispielsweise Euro, US-Dollar wird ja dann als aktuell zum Beispiel 1,15, 1,16, 25 oder sowas zum Beispiel angezeigt. Oder um genau zu sein, aktuell 1,1564, sprich also für einen Euro muss man 1,1564 US-Dollar zahlen. So ist es halt eben zu lesen. Sie finden hier noch weitere auf den Plätzen. Yen ist zum Beispiel dann der dritte und sehen natürlich hier auch noch die weiteren, wie britisches Pfund auf Platz 4, den Australian Dollar auf Platz 5, der kanadische Dollar auf Platz 6, Schweizer Franken auf Platz 7. Und chinesische Yuan zum Beispiel auch in den letzten Jahren weiter nach oben gekommen. Man sieht auch den Hongkong-Dollar, wenn man das beides jetzt zusammenzählte, kommt man dann schon wieder auf einen größeren Anteil, wenn man das zusammenzählen würde. Und man sieht auch noch die anderen wie Neuseeland-Dollar zum Beispiel. Allein diese Währungen, diese Top 10, kommen dann schon insgesamt von 200% auf 176,8. Man sieht also, wie wichtig allein nur diese Währungen sind und dass die restlichen ganzen anderen Währungen keine besonders große Rolle für das weltweite Devisengeflecht spielen. Es heißt aber nicht, dass noch der ein oder andere nette Miner oder Exot vielleicht noch dabei ist, wo es sich doch mal lohnt, drauf zu schauen.
Der Marktanteil beim Euro-Dollar ist 24%. Das bedeutet also, wenn Sie den Euro-Dollar handeln, handeln Sie definitiv den global liquidesten Basiswert, den Sie überhaupt handeln können. Es gibt nichts anderes, was liquider ist als das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ja, Sie finden von diesen ganzen Billionenbeträgen und so weiter, finden Sie natürlich, wenn Sie sagen 6,5 Billionen US-Dollar Tagesvolumen und davon 24% Euro-US-Dollar, dann ist das sowas von gigantisch. Das schafft der gesamte US-Staatsanleihemarkt nicht. Die Zahlen möchte ich gerne noch kurz reinspielen, damit man vielleicht so ein Verhältnis mal sieht. Wiederholt nochmal 6,5 Billionen US-Dollar täglicher Umsatz am Devisenmarkt. Und wenn man mal schaut, was beispielsweise die restlichen Märkte zum Beispiel machen. Wir kennen ja den US-Anleihemarkt als solchen, der bringt so im Bereich auf 800 Milliarden Dollar pro Tag. Ja, das ist natürlich noch keine Billion, aber immerhin schon knapp in die Richtung. Und wenn wir allein mal die größten Kapitalmärkte in den USA als Gesamtheit sehen, da kriegen wir es ungefähr auf 200 Milliarden pro Tag. Also in diesen Summen wird da quasi gehandelt, das Geld um die Welt gejagt. Nichtsdestotrotz, der Devisenmarkt ist der größte. Wir sehen hier dann die weiteren Währungspaare und das sind also beispielsweise auch schon die Top 3, mit denen man Daytrading oder auch sogar Scalping und jedwede anderen Trading-Ansätze, ob Swing oder auch Positionstrading, super, super günstig machen kann. Denn überall gilt das Gleiche von der Regel wie bei kleinen Aktien hochwärts bis zu großen. Je liquider ein Basiswert ist, desto geringer der Spread. Ja, das ist bei Aktien so, das ist bei den Währungspaaren auch nicht anders. Dann finden wir auf dem weiteren Plätzen noch übliche Kandidaten wie den Aussie hier. Wir finden dann auch beispielsweise noch den Kiwi und so weiter, finden hier den Luni, auch gegen den Schweizer Franken und auch gegen den chinesischen Yuan und so weiter und so fort. Also das sind so die wichtigen Währungspaare. Dann findet man noch eine andere Bezeichnung. Neben Majors gibt es diese Minors und Exotics. Und wenn wir jetzt beispielsweise Minors nehmen, dann könnten wir zum Beispiel Euro gegen die norwegische Krone oder auch gegen die polnischen Zloty und all sowas nehmen. Man kann aber gleichzeitig alle Währungen, die den US-Dollar nicht im Counterpart haben, als Cross bezeichnen. Das liegt daran, weil im Hintergrund wird das quer gerechnet, weil hinten dran liegt immer der US-Dollar. So, das heißt also, wir finden auch hier die liquiden Crosses auch noch für den, ja, sagen wir mal, täglichen Handel noch bereit. Das geht noch von der Liquidität und auch von den Spreads. Aber um sich zu konzentrieren auf Daytrading und so weiter, beispielsweise in dem Bereich, wären diese drei Kandidaten hier definitiv wohl die beste Wahl. Im Bereich des Brexits in den letzten Jahren hat sich Euro-Pfund natürlich als das liquideste Cross herausgestellt. Da wird man jetzt sehen, ob das dann in den nächsten, ja, sagen wir mal, nächsten 1, 2 Jahren, jetzt auch nach dem Brexit, so dahin sieht, weniger wird oder ob es noch ein bisschen in dieser Größenordnung bleibt. Wir werden im April 2022 dann eben dann dieses neue Triennial Bank Survey hier von der BIS, von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich bekommen. Und da kann man das dann eben dann dementsprechend auch nachprüfen. Weitere sieht man hier dann noch als Crosses, beispielsweise Euro-Schweizer Franken, sehr mit Vorsicht zu genießen, aufgrund der ja doch nicht ganz ungefährlichen Eingriffe der SNB, die es immer mal wieder gab und wo sich schon der ein oder andere Privatanleger höllisch die Finger verbrannt hat. Sehr interessantes Cross aktuell ist Euro-Norwegische Krone, weil hier schon mit den ersten Zinserhöhungen jetzt begonnen wird. Und dieser sogenannte Carry Trade, wo man also Geld über Tag und über Nacht lässt und quasi den Trade liegen lässt, weil man dadurch durch den höheren Zins dann eben Geld vereinnahmt, wenn man die norwegische Krone long ist, dann kann man das beispielsweise auch nochmal für sich entdecken, so eine Art des zusätzlichen Geldverdienens. So, wir sehen anhand dieser sogenannten Erläuterungsfolien, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben, welche Wirkungen also quasi der US-Dollar und auch die Federal Reserve-Politik für den Rest der Weltwirtschaft haben. Und ja, aus diesen Gründen sind eigentlich diese ganzen Verlautbarungen der Federal Reserve von Fed-Chef Powell, geht es denn jetzt endlich mit dem Tapering, also mit den ersten Rücknahmen dieser wahnsinnig hohen Anleiheankäufe los?
Was hat das mit dem US-Dollar dann zu tun? Was würde das für den US-Dollar bedeuten? Kann er weiter erstarken? Das tat er ja schon die letzten Wochen. Wann gehen die ersten Zinserhöhungen los? Alles diese Informationen überall kostenfrei über die Seite der US-Notenbank auch herauszulesen. Fed-Projektionen. Sie finden alle möglichen Zinsprojektionen von den jeweiligen Fed-Offiziellen dort aufgereiht in einem Chart und so weiter und so fort. Also alle möglichen wichtigen Informationen, die man für die jeweiligen Währungsräume eigentlich braucht, liefern die Notenbanken selbst. Und jede einzelne Notenbank hat natürlich eine Website und man findet dort volkswirtschaftliches Research, man findet dort BIP-Prognosen, Inflationsprognosen und weitere Details. Also da kann man sich zumindest auch auf die eine oder andere Weise schon einlesen und sehen, wo eventuell dann auch die Reise über die nächsten Monate und auch Jahre hingeht. Das hat viel damit zu tun. Alles, was wir am Markt draußen machen, nicht nur am Devisenhandel, hat immer mit dem Zins zu tun. Und wenn der Zins sich irgendwo ändert und unsere Handelsgüter sich neu einpreisen müssen, dann bewegt sich das in die eine oder eben in die andere Richtung. Und das muss man eben dann dementsprechend aufgrund dieser ganzen Prognosen für sich auch herauslesen. Für wann setze ich mir dann eigentlich so die ersten Trades? Wann fange ich denn da am besten an oder wann handle ich überhaupt, kann man sich jetzt fragen. Dieser Markt ist wahnsinnig flexibel für jeden, denn er öffnet sonntags quasi 23 bzw. 0 Uhr, je nachdem ob London Time oder Frankfurt Time. Und er geht bis freitags 23 Uhr. Und da kann man also jedenfalls irgendeine Zeit mit Sicherheit immer finden. Die Frage ist immer, was ist die intelligente Zeit und die hochliquide Zeit? Man sieht alleine anhand der wichtigsten internationalen globalen Devisen-Hubs, also der sogenannten Devisenhandelszentren, wann die großen Abdeckungen uhrzeittechnisch eigentlich mit abzudecken sind als Händler. Das ist eigentlich eine relativ einfache Erläuterung. Man könnte beispielsweise 07, 08 Uhr morgens anfangen und könnte bis 22, 23 Uhr das gesamte Zeitfenster abdecken. Dann hat man eigentlich den großen Teil des gesamten Forex-Volumens in der Tasche, weil die wichtigsten beiden Länder sind das UK, also Vereinigtes Königreich hier mit 43% und die USA mit 17%. Ja, man sieht also, dass allein zwei Länder 60% des gesamten Forex-Marktes abdecken. Und die restlichen sehen wir dann als wichtige weitere asiatische Hubs hier: Singapur, Hongkong und Japan. Ja, also die restlichen europäischen Länder spielen hier im Vergleich dazu kaum eine Rolle. Sogar der große Export-Weltmeister oder ehemaliger Weltmeister Deutschland hat hier eine verschwindend kleine Bedeutung im Bereich des internationalen Devisenhandels. Es geht alles fast über London und der Rest geht über New York und Los Angeles und andere Hubs, aber hauptsächlich New York. Ja, Festlandchina hat hier ein bisschen zugelegt. Da wird man sehen, wie weit die Chinesen internationale Kapitalmarktöffnungen jetzt doch weiter vorantreiben oder eben nicht. Momentan in den letzten Monaten sah das ein bisschen anders aus, was man da so gelesen und gesehen hat. Die Chinesen machen bei vielen Dingen Regularien, wo man sich fragt, ob sie tatsächlich diesen freien Markt so wollen oder ob es ganz speziell chinesisch ist. Also ich für meinen Teil halte immer da die Finger davon und bleibe China fern, also jetzt von Kapitalmarkt. Das ist natürlich eine persönliche Einstellungssache. Also die Leitwährung bleibt der US-Dollar und die jeweiligen Volumina habe ich aufgelistet hier ja vorhin. Man sieht also, dass da sind die Majors, die wichtigsten Währungspaare und die jetzt nochmal untereinander kurz aufgegliedert. Das soll es jetzt mit den Majors erstmal sein. Die Crosses als wichtigsten nochmal hier untereinander aufgegliedert: Euro Pfund, Euro Yen, Euro Schweizer Franken. Klar, ist auch ein Cross, zum Beispiel ein japanischer Yen gegen einen Australian Dollar, wäre auch ein Cross. Was sind Miners? Was sind Exotics? Es gibt unheimlich viele Exoten da draußen. ZAR in dem Fall, South African Rand, also der südafrikanische Rand, die türkische Lira, schwedische Krone und norwegische Krone, das sind alles diese Währungen, die da rein zu sortieren sind, aufgrund ihrer nicht so besonders hohen Liquidität. Wenn jemand persönliche Beziehungen zu irgendeinem Land hat, weil er da entweder herkommt und dort dementsprechend bessere Informationen, auch leichter zu Informationen kommt, kann er sich natürlich gerne damit auseinandersetzen und auch den einen oder anderen Trade platzieren. Es ist halt immer die Frage, inwieweit kann man wirklich
die ganzen Informationen in der jeweiligen Muttersprache dann besser ansammeln als beispielsweise im Englischen. Meistens ist ja eh alles Englisch, ist nun mal die Kapitalmarktsprache Nummer eins. So, das heißt also, Sie finden, wenn Sie Exoten handeln, aufgrund Ihrer beispielsweise persönlichen Einstellung zu einem Land, vielleicht Informationen. Dort können Sie natürlich alle möglichen Emerging Markets und auch Latein, Mittelamerika, Mittlerer Osten und so weiter alles abdecken. Das bietet sich zumindest bei diesem internationalen Kapitalmarkt, dem FX-Markt, an. Also das ist jedenfalls kein Problem, da irgendwelche, sagen wir mal, die türkische Lira, gegen den US-Dollar oder gegen den Euro zu handeln zum Beispiel. Was haben diese Währungen für spezielle Voraussetzungen dann? Man sollte halt eben nochmal ja, das unterstreichen. Je illiquider es wird, desto teurer kann es für mich beim Trade werden. Das bedeutet also teurer in Anführungszeichen. Ich brauche höhere PIP-Anzahlen, Punktanzahlen, um in den Trade reinzukommen. Und den muss ich dann auch erst mal verdienen, diesen Spread, und dann da auch wieder erstmal auf Pari oder auf Null nach Kosten rauszukommen. Das heißt also, ich muss diesen vielleicht ein anderes Zeitfenster verpassen, als ich das beispielsweise bei hochliquiden Majors wie der Euro US-Dollar mache. Bedeutet also, da sollte man auf jeden Fall seinen hohen Unterschied setzen im Vergleich zu den Majors. Das Thema Liquidität gibt uns das einfach als Regel dann vor. Nochmals merke, je illiquider ein Basiswert, also ein Währungspaar, desto größer, desto weiter der Spread. Wenn ich kurzfristig handeln will, sollten sie also eng sein, die Spreads. Sprich, ich schließe dann dementsprechend die ganzen Exotics schon aus. Je kurzfristiger, desto liquider die Währungspaare dann sind, umso schneller komme ich aus meinem Trade auch wieder raus, weil ich nur beispielsweise 0,2 Pips, 0,1 Pips, je nachdem, was Sie für ein Währungspaar handeln, nur verdienen muss. Alternativ gibt es die Gebührenvariante. Entweder wird man im Bereich des CFD-Handels zum Beispiel die jeweiligen Spreads abgezogen bekommen beim Eintritt und beim Austritt in den Handel, sei es beispielsweise Long oder Short. Oder man würde alternativ das Gebührenmodell fahren und wird dann quasi pro Trade, pro jeweiligen Lot Sizes eben abgerechnet, was man handelt. Auch das anhand der Gebühren, Tabellen und so weiter gerne auch auf der Seite des Brokers via Self-Invest hier ablesen. Und sollten Sie auch Informationen weiterhin benötigen, bitte auch gerne jederzeit bei VR Sessionist direkt den Kontakt suchen. Was gibt es für Exotenregeln beispielsweise noch? Es gibt Feinjustierungen natürlich. Und wie es überall draußen im Markt ist, bei Aktien ist es ja auch so. Jedes Währungspaar hat so seine Besonderheiten. Jeder Basiswert hat so seinen besonderen Tick. Und aus diesem Grund sollte man vielleicht auch die ein oder anderen Währungspaare, die man immer handelt, vielleicht dann auch weiterhin nutzen, wenn man sie gut kennt. So getreu dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten. So nach dem Motto, wenn du Cable Trader bist, bleibst du Cable Trader. Warum solltest du von heute auf morgen türkische Lira handeln? Sprich, also wenn einer von morgens bis abends Cable, also sprich Pfund gegen Dollar, hoch und runter handelt und damit gut klarkommt, warum sollte er plötzlich irgendwie ein System, was gut funktioniert, verlassen, um irgendwas Neues auszuprobieren und dann Schiffbruch zu erleiden? Also es muss nicht sein. Deswegen, es gibt viele Profis, die wirklich auch nur ein einziges Währungspaar, so wie dieser Cable Trader eben als Beispiel hier nehmen und auch handeln den ganzen Tag. Genauso gibt es auch natürlich auch Aktienhändler, die den ganzen Tag eine einzige Aktie hoch und runter jagen. Also von da wegen sollte man sich auf dieses jeweilige Handelsgut, was man dann besser zu sehen und zu glauben, zu ticken sieht quasi, wie es funktioniert, dann auch daran halten. Wenn Sie beispielsweise Exoten jetzt trotzdem handeln, dann würden Sie in dem Fall eine Justierung vornehmen müssen. Wie ich es ja sagte, bei den Majors ist es auf enge Spreads nicht unbedingt nötig. Rein raus, zack, fertig. Bei den Exoten muss man letzten Endes dann schon gucken, mit welchem Zeitrahmen man sich also welchen Zeitfenster man für diesen Trade dann anlegt. Und wenn beispielsweise ein Währungspaar exotisch ist, wie ich nehme gerne nochmal das Beispiel Euro, türkische Lira, dann sollte man bitte unbedingt auch auf die Zinsen achten, denn wenn man diesen Trade länger hält, dann kommt es auf die Marktrichtung an. Dann arbeitet nicht nur das Kursverhältnis gegen Sie, das Wechselkursverhältnis, sondern auch noch ein gigantischer Zinsunterschied. Ich bin jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, die türkische Lira hat aktuell zum Beispiel einen Leitzins von 19%.
und beim Euro 0. Und dementsprechend, welche Marktrichtung man läuft, kann es eben dann auch noch zusätzlich unnütz teuer werden. Also das müsste man sich dementsprechend bitte ansehen, welches Währungspaar man handelt, damit man auch dieses Thema sogenannter Übernachtgebühren, Übernachtzinsen eben nicht in die falsche Richtung sich dauerhaft manövriert und dann auch dauerhaft draufzahlt. Das ist also dieses sogenannte Kapitel Overnight Swap, was auf jeden Fall jeder sich nochmal dann zu Gemüte führen sollte. Exotenpaare noch kurz zusammengeführt, also hier als Übersicht. Ich ganz kurz stehen. So, Margins. Das auch noch ein Sonderthema. Margins generell, auch das noch Margin-Tabellen, welche Hinterlegungen habe ich, wie hoch muss die Margin sein und so weiter. Alles Informationen, die man auf den Seiten des Brokers selbst noch findet. Thema Übernachtposition, was ich eben angerissen habe, mit dem Rollover oder dem Swap, muss man sich jetzt so gesehen vorstellen. Wenn ich draußen am Markt eine Position eröffne und ich bin jetzt beispielsweise Euro NOK Short, also Euro gegen die norwegische Krone Short, dann bin ich also, weil ich Euro NOK Short bin, bin ich also die norwegische Krone Long. Das heißt also, ich lege in der norwegischen Krone an. Wenn die norwegische Krone jetzt Zinsen hat und auch in absehbarer Zeit weiter Zinsen, höhere Zinsen bietet, also die Norsche Bank, die norwegische Zentralbank hat das angekündigt, dass sie weitere Zinserhöhungen plant, dann bedeutet das, dass ich also über Nacht Zinsgutschriften erhalte, weil der Euro hat ja leider immer noch 0,00. Die norwegische Krone hätte dann irgendwann 0,25, 0,50, 0,75, 1%, je nachdem, wie weit die norwegische Bank da, Norsche Bank eben da geht. Also da geht es halt hauptsächlich darum, dass man sieht, wenn ich jetzt in dem Fall die norwegische Krone long bin, nehme ich also über Nacht Zins, habe ich über Nacht Zinseinnahmen, sogenannte positiven Swap. Das passiert bei dem Rollover. Der Rollover ist wie bei jedem Terminmarktgeschäft von einem Tag in den nächsten, muss man sich im Hintergrund bei den Systemen so vorstellen, dass es über Nacht gerollt wird in der nächsten. Das wird bei den meisten Brokern so gemacht und man sieht das als Händler eigentlich gar nicht, wenn man viele, viele Tage eine Position hält und die einfach immer wieder weiter gerollt wird. Weil ansonsten, wenn die nicht gerollt würde, dann würde ja das Settlement irgendwann greifen im Hintergrund von einem Devisen-Termingeschäft. Wäre das trotzdem bei FX Spot nach 2 Tagen, nach 2 Business Days, also Geschäftstagen. Und das will man ja vermeiden. Es wird also immer gerollt. Sie können also beispielsweise eine ganze Woche oder mehrere Wochen Euro NOK Short sein, sprich also die norwegische Krone Long und können dann Zinseinnahmen Nacht über Nacht generieren. Es kann natürlich passieren, dass Sie vom Wechselkurs vielleicht nicht optimal stehen. Sie haben Zinsen eingenommen und haben trotzdem ein schlechtes Wechselkursverhältnis und kommen bei dem Trade trotzdem mit Minus raus. Es kann aber auch sein, dass Sie dann über längere Zeit aufgrund der ja doch Zinsvorteile sehen, dass die norwegische Krone weiter aufwertet und Sie dann weiter über Nacht immer Zinsen genommen haben und noch gleichzeitig beim Wechselkursverhältnis noch positiv rausgehen. Das heißt also, Sie haben gleich zwei Benefits, zwei Vorteile und bekommen dann letzten Endes dann, wenn Sie den Trade schließen, einen schönen Return. Das ist das, was man eigentlich unter diesem Stichwort Carry Trade explizit kennt. Multimilliarden-Funds, Hedgefunds machen das gerne, auch andere Zentralbanken, der norwegische Staatsfonds selbst macht es auch, andere machen es auch. Das sind beispielsweise Dinge, die jetzt dann wieder funktionieren, wenn die ersten Zinsdifferenzen am Markt auftreten. Der Carry Trade war lange, lange fast tot bei den meisten wichtigsten Kernwährungen. Und so langsam kommt dieses Thema wieder auf, wenn man ja jetzt in den nächsten Monaten und auch 1, 2 Jahre mit Zinserhöhungen dann doch hoffentlich auch mal weiter rechnen kann. Das ist dieses Thema Rollover Swap. Und wer sich da gerne nochmal dazu einlesen will, findet natürlich unheimlich viele Kompendien, alle in englischer Sprache, die meisten. Also ich kenne ehrlich gesagt, ich suche auch nicht nach deutschen Sachen, aber ich kenne eigentlich, die meisten sind automatisch, wenn ich sie sehe, auf Englisch, in englischer Sprache. Wenn man das beispielsweise nachlesen möchte, dann findet man dann mit Sicherheit irgendwo auch genügend deutsche Trading-Seiten, wo das erläutert wird. Das heißt also, wenn Sie je nach Zinslage und Marktrichtung dann eben falsch liegen und falsch positioniert sind, long oder short in diesem Fall, falsch gegen den Zins, dann kann also ein Trade über mehrere Tage gehalten auch durch kleinere
ja, quasi negative Swap auch wieder aufgefressen werden. Die kleinen Gewinne wären dann weg. Währungen, bei denen das auf jeden Fall zu beachten ist, hatte ich eben kurz mit türkischer Lira angerissen. Brasilianische Real ist auch noch so ein Hochverzinster. Südafrikanischer Rand auch ein Hochverzinster. Das wäre also beispielsweise bei diesen klassischen Majors nicht das Thema, nicht das Problem. Ergo, wenn Sie also als Trader eine höher verzinste Währung kaufen, so erntet man also quasi die Differenz zu niedriger verzinsten Währung. Und das ist jetzt ein Beispiel aus, ich sage jetzt einmal, guten alten Zeiten. Ob das jetzt so gut und alt war, geht hauptsächlich nur darum, damit man sieht, vor nicht, ja, vor doch längerer Zeit war es doch tatsächlich so, dass es im US-Dollar-Raum und im Euro-Raum doch mal Zinsen gab, und zwar nicht wenige. Und wo die Zinsdifferenzen dann auch zu gewissen Zeiten zumindest mal zwischenzeitlich dann doch mal recht hoch war. In diesem Fall dann 1,5% zum Beispiel in diesem Beispiel hier. Und dann würde man letzten Endes dann doch schon besser sich mit diesem Thema des Swaps und des Rollovers eben beschäftigen. Also wichtig eben mit den jeweiligen Marktrichtungen bitte nach den Stichworten positiver Rollover und negativer Rollover dann einmal sichten. So, das haben wir jetzt hier mit dem Thema Rollover schon mal genug betrachtet. Das Thema Carry Trade habe ich auch erwähnt. Die Beachtung Swaps und so weiter, der Swap-Tabellen und so weiter auch erwähnt. Auch hier nochmal explizit darauf hinzuweisen, sollten Sie Interesse an den jeweiligen, ja, sagen wir mal, Zinsdifferenzen haben, dann kann man mit Sicherheit auch schauen, wie weit wird es abgerechnet im System. Kann man mit Sicherheit auch erfragen. Ich weiß jetzt nicht 100%, wo es auf der Website zu finden ist. Ich gehe mal von aus, aber dass die Kollegen hier von VSL und das bereithalten können. Was ist wichtig am Forex-Markt wie an jedem anderen Markt auch? Man sollte wissen, wann, wo irgendwelche volkswirtschaftlichen Daten, irgendwelche geopolitischen Events und sonstige Geschichten stattfinden. Das heißt, man sollte auch besser wissen, wann man eine Position eröffnen kann und wann vielleicht besser nicht. Wann man aufs Gaspedal drückt und wann man vielleicht nicht aufs Gaspedal drückt. Passiert immer mal wieder irgendwas, wo man auch völligst vernebelt auf einmal einen Trade eingeht. Ich hatte das jetzt gerade gestern. Passiert immer wieder, wo man dann in diesem dummen Zufall einfach, darf eigentlich gar nicht passieren, passiert aber trotzdem, nicht ans Quartalsende denkt. Und da gibt es dann Quartalsende-Bewegungen, die sind manchmal nicht so ganz 100% schlüssig. Und da neigt dann eher der Dollar Gas zu geben. Dann geht auch mal ein Trade in die Hose, wenn man Euro-Dollar in dem Fall falsch war und long war, als Erholungsspekulation. Ja, kann passieren, passiert auch, und da muss man auch zu seiner Fehlentscheidung dann stehen. Aber man soll trotzdem Lagen prüfen. Man soll also gucken auf den Handelskalender, wann kann ich eine Position eröffnen. Es wäre sehr, sehr töricht, beispielsweise freitags einmal im Monat um 14:28 Euro-Dollar eine Position zu eröffnen. Und 2 Minuten später kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Das wäre vielleicht nicht so schlau, weil diese Daten meistens dann doch Volatilität für den Markt bedeuten, für Euro-Dollar bedeuten. Und man würde wahrscheinlich schnell wieder aus seiner Bewegung, aus seiner Position durch diese, ja, höhere Bewegung rausgeschleudert werden. Das wäre nicht so optimal. Kurz was trinken. Wenn Sie jetzt gucken, am Markt gibt es die sogenannten Positionsgrößen und Positionsgrößenbestimmungen. Zunächst einmal habe ich die Folie übersprungen. Nee, habe ich nicht. Kommt wahrscheinlich noch. Dann sollte man da auch jeden Fall eine Wichtigkeit dem beimessen. Jedes Währungspaar verhält sich anders, und man muss dementsprechend vielleicht auch dem ein oder anderen Währungspaar einen anderen Raum geben, auch tagesabhängig. Wie es so schön heißt, es soll atmen können, also eine gewisse Bewegung haben können. Es hilft nichts, wenn es so eng begrenzt handelt, dass man innerhalb von wenigen Minuten schon wieder aus dem Trade rausfällt. Also ein bisschen Raum braucht der jeweilige Trade auch. Das kann man simulieren, das muss man nicht mit echtem Geld sich gleich um die Ohren schlagen lassen. Man kann das mal für sich rausfinden, ob man dafür ja quasi finanzmarktaffin ist für diesen Markt.
kann das quasi mit echt mit Spielgeld, Verzeihung, mit Spielgeld simulieren. Demos sind einfach zu eröffnen. Sie finden jede Möglichkeit auch auf den Seiten hier von WSL Invest, wie Sie das machen können und wie man dann letzten Endes mit diesem jeweiligen Markt auch umgehen kann. Es sind Echtzeitkurse und Echtzeitbedingungen dementsprechend und auch quasi wie Echtgeld die Bedingungen und dementsprechend kann man auch sehen, wo schnell die Fehler liegen. Wenn man das beispielsweise 2, 3 Monate mal macht, sieht man, ob man dafür geeignet ist. Denn wenn man mit Demo-Geld schon das alles in die Hose geht und in den Sand setzt, dann wird es mit Echtgeld auch nicht funktionieren. Was gilt auch noch für den FX-Markt? Es sind alle Dinge wie technische Analyse, Fundamentalanalyse, Sentimentalanalyse. Das gilt da auch. Diese ganzen Dinge aus der Fundamentalen habe ich ja ansatzweise eben schon mal ein bisschen angerissen. Volkswirtschaftliche Daten von Verbraucherpreisindizes über Einkaufsmanagerindex und alles Mögliche bis über Staatsschulden, aber auch Arbeitsmarktdaten und sonstiges. Es gibt Zentralbanktermine, die wir zu beachten haben, aber auch politische Ereignisse wie aktuell die Schuldendebatte, ja auch Katastrophen wie damals zum Beispiel in Japan mit Fukushima und dort zum Beispiel dann auch dann der japanische Yen enorm stark geworden, was man fast nicht kapieren kann, aber da hat das ganze Geld den Weg nach Japan zurückgefunden. Und dementsprechend ist der japanische Yen stärker geworden. Also so, lauter so Sachen, die man halt eben da zusätzlich mit reinspielt in diesen spannenden Markt. Verhaltensökonomik, auch das ist ein Feld nochmal, was auch im Bereich des FX-Marktes da ist. Man kann dort auch Aufsichtsdaten nutzen. Ich hatte das Webinar für den COT-Report bei WSF Invest auch hier schon mal erwähnt. Das wird ein Webinar auch nochmal von 60 Minuten und das haben wir zum Beispiel auch im WH Self Invest YouTube Channel. Dieses Webinar, was wir hier jetzt aktuell haben, wird dort auch aufgezeichnet, sollte dann auch abgreifbar sein in den nächsten 2, 3 Wochen und ein ähnliches finden Sie ebenso im YouTube Channel. Die Sentimentdaten sind oft als Kontraindikator zu werten, haben Sie das noch hier abschließend. Technische Analyse, auch da bitte bleiben Sie im kleineren Bereich, sprich 1, 2 nur nutzen. Nicht, dass es irgendwann so läuft, dass Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Es reicht, wenn Sie 2, 3 Indikatoren, Oszillatoren, was auch immer irgendwie nutzen, mit denen Sie klarkommen, die Sie gut interpretieren können und die Ihnen auch tatsächlich was bringen, was helfen. Und es hilft nichts, wenn Sie Ihren Chart überfrachten und am Ende wirklich überhaupt nicht mehr klarkommen. So, welche Position bilde ich denn, wenn ich einen schwächeren Dollar quasi antizipiere? Ich gehe also Euro-Dollar Long, ich gehe Pfund Long, ich gehe US-Dollar Schweizer Franken Short, ich gehe US-Dollar Japanischer Yen Short. Das wäre, wenn ich auf einen schwächeren Dollar mit Majors, mit den Hauptwährungspaaren handle beispielsweise. Gibt es Korrelationen? Recht oft, ja. Wenn der US-Dollar schwächelt, geht meistens Gold oder Silber hoch. Beispielsweise geht beispielsweise der US-Dollar, wird er stärker, signifikant stärker, fällt Gold, fallen viele Rohstoffe, weil sie in US-Dollar notiert sind, oft auch mit. Bitte nicht auf den heutigen Bereich gucken. Wir haben heute Quartalsendbewegungen. Dort trifft es nicht hoch, aber zu. Aber wenn Sie Korrelationscharts anschauen, wenn Sie sehen, dass die Korrelation beispielsweise zwischen dem US-Dollar und Gold sehr hoch ist. So, dann gucken wir auf die jeweilige Positionierung. Wo habe ich denn das? Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau, da habe ich es. Okay. Ich gehe nochmal zurück, damit ich nicht einen Satz hier noch verliere. Mir ging es nur darum, dass ich schaue, dass diese Folie noch kommt. Ich war eben kurz irritiert, dass die am Ende gar nicht mehr dabei ist. Okay. Vor der Strategie ist nach der Strategie, hört sich immer so toll an, aber es geht halt letztlich darum, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt als Trader? Und es geht nicht nur für Forex, sondern für alles. Wir haben nur 3 Möglichkeiten. Entweder wir kaufen, wir verkaufen oder wir machen gar nichts. Ja, nichts machen ist auch Trading, weil ich bin dann aktiv passiv. Ich mache nichts. Das ist bei vielen gar nicht schlecht, weil da sitzen wir uns wirklich auf die Hände und lassen die Hände weit weg von der Tastatur, weit weg von der Buy-Taste und der Sell-Taste und beobachten den Markt. Denn wenn wir den Markt beobachten, dann lauern wir und dann gucken wir auf eine gute Chance. Wir können auch
teilautomatisiert und automatisiert lauern, indem wir sagen, wir gucken vorher analysemäßig in ein Währungspaar rein und sagen, ja, das kaufe ich oder das verkaufe ich zu einem gewissen Preis, zu einem gewissen Quote. Und dann gebe ich das in die Plattform ein. Und dann juckt mich das gar nicht mehr, was der ganzen Tag passiert, wenn ich abends beispielsweise zurück an die Plattform komme und sehe, der Trade wurde ausgeführt zu meinem Kurs und ist nur kurz drunter noch gewesen und ist in meine Marktrichtung gelaufen. Juhu, super Sache. Ich kann auch teilautomatisiert handeln, das heißt, ich öffne manuell, begleite den Trade vielleicht ein bisschen, sitze davor, gucke und wenn ich sehe, dass der Trade beispielsweise in meine Richtung gelaufen ist, kann ich sagen, okay, ich nehme vielleicht die Hälfte der Position schon mal raus und ziehe dann den Stop-Loss auf meinen Einstieg nach Kosten oder auf meinen Einstieg, je nachdem, ob ich jetzt mit Gebühr oder mit Spread kaufe. Und da geht es einfach nur darum, dass man sich da entscheiden muss, was man will. Ich kann nur sagen, teilautomatisiert ist nicht schlecht. In dem Fall, wenn die Position dann von weiter läuft und dann ist sie automatisiert abgesichert, dann hat man keine Psychoprobleme mehr. Man brennt nicht, man entwickelt nicht unnütze Gier, man versaut den Trade nicht. Wie oft ist es passiert, dass man irgendeinen Trade eingegangen ist? Der läuft dann, der ist gut gelaufen, läuft in den Gewinn rein, läuft weiter. Man nimmt den Gewinn aber nicht mit, guckt weiter zu, wie er wieder nach unten fällt, sogar ins Minus rauscht. Und dann, wenn er schön fett im Minus ist, dann verkauft man ihn aus Angst oder wird ausgestoppt. Das ist all das zusammengefasst, wie es nicht laufen soll. Also mit anderen Worten, mentale Stärke ja, aber man kann sie auch ersetzen, indem man teilautomatisiert oder automatisiert handelt. Positionsgrößen. Positionsgrößenbestimmung. Manche machen es, ich habe es anfangs auch mal so gemacht, man legt sich das Geld, mit dem man spekuliert, einfach mal vorne hin, vor die Augen, weil dann sieht man, mit was man da eigentlich spekuliert. Risikoposition. Sei das 100, 200, 300, 400, 500, was auch immer, Euro oder Dollar. Einfach hinlegen und man sieht auf einmal, huch, das ist ja viel zu viel Geld. Ich glaube, das muss ich mein Risiko mal reduzieren. Wie kann ich das machen? Wie stelle ich das aufeinander besser ein? Ein Beispiel. Ihr Kapital. Sie haben eine 10.000 Euro Margin-Summe, also Account. Dadurch beispielsweise mit einem Beispiel Hebel 1 zu 10 bietet sich dann eine Handelssumme von 100.000 an. Ja, wenn man jetzt 1.000 Euro Verlust zu verbuchen hat, lege der Verlust bei 1% der Handelssumme, aber bei 10% der Margin-Summe. Das ist viel zu hoch. Leute, das ist zu hoch. Einfach viel zu hoch. Das kann man jetzt ein bisschen einstellen. Mathematisch spielen. Man würde das mit 500 Euro Verlust dann quasi verbuchen. Der Verlust wäre dann 0,5% der Handelssumme. Das geht hier rein um die Risikoposition, die man im Markt draußen offen hat. Und dann wäre das 5% der Margin-Summe. Das klingt zwar leicht besser, kann man aber immer noch abmildern. Es gibt die sogenannten 0,5% Händler. Man kann es aber auch runterdrosseln, indem man es auf 0,25, man kann es auch auf 0,1%, also sprich 100 Euro quasi Verlust, also als Risikoposition machen. Wenn man viele, viele Trades am Tag macht, klar sind die Gewinne natürlich weniger, aber man kann vielleicht besser damit leben. Es kommt immer ganz auf den Einzelnen an. Ich kann in keinen Einzelnen reingucken, wie er gestrickt ist, ob er ein totaler Risikomensch ist, damit umgehen kann oder ob er eher vorsichtig ist und dann vielleicht Panik hat, wenn die Summe irgendwann zu groß wird und er das dann deshalb versemmelt. Deswegen probiert man es am Anfang besser wirklich erstmal im Demo aus und guckt, wie man diese Summe einstellt und wie man damit besser fahren kann. Und wenn man dann umswitcht ins Echtgeld, würde ich auch erstmal ganz klein anfangen, damit man lernt, mit diesen Risiken auch im Markt umzugehen. Darum geht es einfach nur. Positionsgrößen werden bestimmt in sogenannten Lots. Das sind so quasi die Kontrakte des Devisenmarktes. Ein Standardlot besteht aus 100.000 Einheiten, ein Mini-Lot aus 10.000, ein Micro aus 1.000. So, wenn Sie jetzt sich vorstellen, ein PIP, also ein Percentage in Point, das ist die Einstufung, ein Punkt wäre bei einem Standardlot 10 Dollar. Das heißt also, wenn der Kurs von Euro-Dollar von jetzt 1,1574 auf 1,1573 fällt, hätte ich einen Buchverlust von 10 Dollar bei einem Standardlot. Nur wegen einem einzigen PIP. Man merkt also, das kann ganz schön brenzlig werden, wenn das auf einmal mal richtig losgeht mit 10, 20, 30 PIPs, wenn da was fällt. Das wäre bei einem Minilot dementsprechend etwas angenehmer, bei einem Microlot auch angenehmer.
Ich spreche jetzt von Verlustrisiken. Wenn Sie das umgekehrt sehen bei Gewinnchancen und dann ist man da ganz schnell in einem Zack auf einmal mit 100, 200, 300, $400 in der Pluszone, in dem grünen Bereich, klingt das schön. Es kann eben aber auch anders laufen. Wie es so schön heißt, je höher die Gewinnchancen, desto höher ist allerdings auch das Risiko. Und diese mathematische Regel, die werden Sie am Finanzmarkt, am Kapitalmarkt nie durchbrechen. Wenn Sie sie irgendwo durchbrochen haben, dann bitte rufen Sie mich sofort an. Wie wird das berechnet? Wir haben ein PIP, also in Euro-Dollar, und da spricht also quasi dieser Standardlot in diesem Fall hier umgerechnet zu einem Kurs. Also ist das Beispiel ist es jetzt hier 1,89 gerechnet, wäre dann 8,51 Euro. Also ein Standardlot, ein PIP im Euro-Dollar-Währungspaar. Man rechnet es also letzten Endes als PIP 0,0001 und teilt es dann durch die jeweilige Quote, die draußen am Markt gerade ist. In dem Fall würde man es jetzt durch 1,1573 teilen und käme natürlich dann hier auf einen leicht anderen PIP-Wert, aber so wird er ausgerechnet. Und bei einem Minilot verschiebt man letzten Endes ja nur das Komma dann um die jeweiligen Stellen, Microlot ebenso. Dann sieht man halt aufgrund dieser jeweiligen Verschiebung, dieser Kommata, dass man hier dann eben einen jeweiligen anderen PIP-Wert hat. Und dann kommt es darauf an, wie errechne ich mir dann letzten Endes meinen Stop-Loss, meinen persönlichen. Ich muss ja dann gucken, was für ein Risiko will ich draußen im Markt denn eingehen. Wenn ich sage, ich will mit einem 500-Euro-Risiko handeln, dann habe ich einen Stop-Loss-Raum von 58,75 Pips in diesem Fall bei dieser Rechnung von dieser Quote, die ich hier eben dargestellt hatte. So, und dann haben wir jetzt beispielsweise bei 250-Euro Risiko haben wir 29 Pips. Bei 100-Euro Risiko hätten wir beispielsweise 11,75 Pips. Man kann natürlich auch umgekehrt das machen, wenn man auch weitere Pips nimmt. Also 11,75 Pips. Das ist hier letzten Endes alles nur eine Rechnung, wie man das eben machen will. Irgendwo ist da gerade der Wurm drin, habe ich den Eindruck gerade. Ich habe da irgendwie was verschoben, glaube ich, vom Komma. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Also, aber es ändert an der Aussage nichts, was ich eben sagte, je höher das Risiko, desto höher der Gewinn und eben auch diese Wertzahl, das heißt also eben auch der Verlust, wenn Sie eben dementsprechend das nicht beherzigen. So, wir haben 18:57 Uhr. Ich habe leicht überzogen, was die Zeiten angeht, weil ich will ja noch gucken, ob Sie hier, muss erstmal jetzt hier den Laserpointer ausmachen, sonst komme ich nicht auf meine Laserpointer, ne? Na, sowas von dämlich. Warum will er das jetzt nicht? So, jetzt. Sonst komme ich ja nicht auf meine anderen Bildschirme, wo ich Ihre Fragen oder eventuell noch was sehe. Vielleicht sind die auch alle total von dem Ganzen erschlagen. Okay, scheinbar. Ich sehe, hier wird das Webinar aufgezeichnet. Das habe ich beantwortet vorhin ja schon, beziehungsweise gesagt. Und so weiter scheinen Sie tatsächlich mehr oder minder von dem ganzen Inhalt erschlagen worden sein. Ich hoffe nicht. Wichtig, wenn Sie hier bei mir noch die Buchrücken sehen, ist meistens, dass am Ende dann irgendwelche schlauen Sprüche dann noch kommen. Ich möchte da auf keinen Fall jetzt da alles runterlesen. Mir geht es einfach nur darum, dass ich einen oder beziehungsweise ja einen einfach nochmal rausziehe. Das ist letzten Endes einzige Ursache für Erfolg und Niederlage, die liegt in uns selbst. Es ist keiner da draußen schuld, wenn Sie einen Trade versemmeln. Es ist nicht der Coach, der Vorredner, der Webinarleiter, wie ich beispielsweise jetzt in dem Fall, oder der Broker oder wer auch immer alles draußen schuld, oder Herr Paul, der da gerade was erzählt, oder Frau Lagarde, sondern leider sind es wirklich immer wir. Wenn wir das schon begriffen haben, sind wir schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Wir Letzten haben das in der Hand, Sell und Buy und Buy und Sell zu drücken oder es eben nicht zu tun und uns weiterzubilden. Und wenn wir etwas gut verstanden haben, etwas gut in uns aufgesogen haben an Informationen, dann machen wir das meistens auch künftig besser. Übung macht den Meister, so ist es auch hier. An der Stelle hoffe ich, dass ich Ihnen den Markt ein bisschen weitergebracht habe. Wenn Sie Fragen zu diesem ganzen Thema da hier, Themenbereichen haben, können Sie gerne mir Fragen stellen, finden, wie gesagt, auch Kontaktmöglichkeiten auf der Website von mir. Alle weiteren Fragen können Sie natürlich genauso gut auch weiterleiten an VS Self Invest.
sollten Sie Fragen Brokernatur haben, Handelsplattformen, Demo-Accounts und so weiter, finden Sie diese auch auf den Seiten von WSL-Minus die Möglichkeiten. Ich habe auch noch hier eine kurze Umfrage zu diesem Bereich von WSL Invest. Geht es hauptsächlich darum, dass man mal sieht, für welche Bereiche wir das hier auch machen. Sprich, also haben Sie überhaupt mit dem Trading schon mal angefangen? Haben Sie schon mal Live-Trading gemacht? Wenn ja, in anderen Bereichen können Sie natürlich gerne mal an der Umfrage noch teilnehmen und einfach dann dementsprechend aufklicken, draufklicken. Ich würde das dann auch in ein paar Sekunden wieder runterfahren und noch gerade zum Schluss noch die zweite hinterher schieben, die zweite Folie hier. Und dann wären wir eigentlich schon dem Feierabend sehr nah. Also zumindest dem aktuellen. Ich sehe auch gerade, jemand schreibt noch, es muss erst verdaut werden. Das glaube ich, das ist ja viel Literaturempfehlungen. Gibt es unheimlich viele spannende Bücher. Es ist immer schwierig, was ist das Beste, was ist das Schlechteste. Also ich finde zum Beispiel generell, was Trading angeht, die Turtle Trader sind halt natürlich wirklich, auf Deutsch gesagt, super, super geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein tolles Buch. Viele Kompendien, ob das auch technische Analyse sind wie Murphy und sonst was, sind ja auch nicht für den Forex-Markt uninteressant, sondern sie bringen ja die Grundstruktur mit rein. Ansonsten Currency Trading ist wie Schachspielen, ein bisschen auch Vordenken, Antizipieren und so weiter. Von da wegen kann das schon mal Sinn machen, sich auch da mit anderen Dingen noch zu beschäftigen. Jetzt will auf irgendeinen Grund, okay, diese zweite Umfrage will ich noch kurz reinschieben. Damit Sie wenigstens das noch kurz anklicken und dann würden wir auch schon schließen. So, die würde ich dann auch schon wieder gleich zumachen. So, dementsprechend würde ich die dann jetzt schließen und auf meine letzte Folie natürlich noch kommen. Und das wäre diese hier. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, weil wir heute Quartalsende haben und den neuen Quartalsstart morgen am 1. Oktober haben, wirklich viel Erfolg im Schlussendspurt 2021. Das letzte Quartal liegt vor uns. Wir werden gespannt auf die Entwicklungen in den USA gucken, Schuldenproblematik, Schuldenobergrenzeproblematik, Infrastruktur, Paketverabschiedung, was alles noch damit reinrühren kann. Alle Jahre wieder US-Pleite droht, haben wir alles schon immer gesehen. Am Ende lassen es da doch wieder nicht dazu kommen, hoffentlich in Klammern. Und wir sehen, wie weit die nächsten Wochen auch hier da noch bei uns in Deutschland ablaufen, was das mit dem DAX und auch anderen Kapitalmärkten noch in Europa anstellen kann, wenn wir es nicht in Anführungsstrichen gebacken bekommen, eine neue Bundesregierung in relativ kurzer Zeit zu bringen und so weiter und so fort. Also man ist auf jeden Fall gut beraten, auch an den News dabei zu bleiben und das dementsprechend auch auf den Devisenmarkt zu münzen. Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen, wünsche allen einen wunderschönen Abend, einen schönen Feierabend, wo auch immer Sie sind, wo auch immer Sie zugehört haben. Und möchte auch gerne noch darauf verweisen, auf das nächste Webinar von WA Self Invest. Da finden Sie meines. Und zwar, jetzt muss ich auch gucken, dass ich Ihnen jetzt nicht Unfug erzähle. Das finden Sie wo haben wir es? Am 7. Oktober. In dem Fall die wichtigsten Konzepte der technischen Analyse zur gleichen Zeit, 18 Uhr bis 19 Uhr. Herzliche Einladung und vielleicht bis dahin. Danke. Tschüss. An der Stelle natürlich noch sagen, vielen Dank für die Komplimente hier. Ich lese es gerade hier eben auch noch. Habe das hier übersehen an zwei Sachen. Schön gemacht. Vielen Dank. Ich mache das für Sie.
Und ich hoffe natürlich, dass alle da etwas mittragen. Also nochmal schönen Abend und danke. Tschüss.